Mit großer Mühe und vielem Fleiß, bei Sonne, Regen, Schnee und Eis, aber auch mit Sachverstand, dieser neue Bau entstand. Die heutige Zeit zeigt ihr Gesicht. Ein Dach aus Holz, das seht ihr nicht. Stattdessen waren Beton und sehr viel Stahl für die Statiker die erste Wahl. Wenn die Richtkrone schwebt nach oben, alle Bauhandwerker soll sie gebührend loben. Für alle, die hier mitgebaut, vom Flachdach bis zur Sohle, heb ich dies volle Glas, gefüllt auf euer aller Wohle. So lautet ein Teil des traditionellen Richtspruchs für den Neubau der Stadtsparkasse München in Fürstenried Ost. Wir feiern heute Richtfest für 84 neue Wohnungen, die wir hier errichten. Einen Supermarkt, verschiedene Arztpraxen, eine Apotheke und eine neue Sparkassenfiliale. Die Stadtsparkasse baut für München. Moderne Wohnflächen treffen also auf unterschiedlichst genutzte Geschäftsflächen. Es entsteht quasi ein neuer Marktplatz für Fürstenried Ost. Vielseitiges Leben wird hier ab Ende 2017 entstehen. Ich finde es auch eine ganz tolle Sache, denke ich, dass die Stadtsparkasse hierzu beiträgt, dass das Stadtviertel auch noch eine Aufwertung bekommt. Mehr Leben entsteht hier an diesem Platz. Aber was mir als Stadt besonders wichtig ist, dass die Stadtsparkasse Wohnungen baut. Und zwar Wohnungen, die auch arbeitende Menschen, die normal verdienen, sich auch noch leisten können. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag, den wir brauchen und wir bräuchten den von vielen Firmen. Und deswegen bin ich so stolz darauf, dass meine Sparkasse auch das mit gutem Vorbild vorausgeht. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp, die Mieten in München hoch. Die Sparkasse leistet nun einen weiteren Beitrag zur Entspannung der Wohnsituation. Bereits im Juni 2017 wird der erste Bauabschnitt des Neubaus an der Winterthurer Straße fertiggestellt sein. Bereits dann können die ersten Studentenapartments bezogen werden. Wir haben aktuell im Stadtgebiet München rund 1700 Wohnungen, die wir vermieten an eigene Mitarbeiter, aber auch am freien Wohnungsmarkt allen Münchnerinnen und Münchnern zum Angebot stellen. Das Eckgrundstück hat eine lange Geschichte. Schon in den 60er Jahren war es der Mittelpunkt der Wohnsiedlung Fürstenried. Nun soll es neuen Glanz bekommen. Für diese Neuordnung hatte die Stadtsparkasse München Anfang 2014 einen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb mit Ideenteil ausgelobt. Ziel war es, Gewerbe und Wohnen rund um die neu entstehende Sparkassenfiliale zu vereinen. Die Wohnungen, die vermieten wir nach dem Münchner Mietspiegel, um damit auch als Sparkasse unseren Beitrag zu leisten, um der Wohnungsnot in München zu begegnen. Die Vermietung nach dem Mietspiegel ist da ein Instrument, das, glaube ich, vielen Münchnerinnen und Münchnern zu bezahlbarem Wohnraum verhilft. 12.500 Quadratmeter galt es neu zu gestalten. Diese nehmen nun langsam Form an. Ein bunter Kern für das Stadtviertel soll hier durch den Stadtsparkassenneubau künftig entstehen. Handwerker, Bauleute, Verantwortliche und auch neugierige Fürstenrieder haben das Richtfest voller Freude begleitet. Direkt hinter mir sehen Sie den Supermarkt, der dort entstehen wird. Es werden dort Wohnungen entstehen, unsere Sparkassenfiliale hier gleich neben mir. Und dahinter sehen Sie noch das Sparkassenhochhaus, das wird renoviert. Und das wird dann Ende 2018 fertig, erstrahlt einen neuen Glanz und es entstehen auch noch einige neue Wohnungen in diesem Hochhaus. Noch steht die alte Sparkassenfiliale, doch sobald die neuen vier Wände fertiggestellt sind, zieht die Filiale um. Dann geht es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter. Und wie es so oft ist, gilt auch bei diesem Projekt, die Bürgerinnen und Bürger aus Fürstenried Ost an die Hand zu nehmen. Denn oft werden Neubauten erstmal sehr kritisch betrachtet. Gut, dass so ein Richtfest gleich alle zusammenbringt. Weil wenn was Neues kommt, reagieren Menschen normalerweise eher mit Angst. Es kommt was Schreckliches, hohe Häuser, alles wird schlimmer und schlechter. Dass es wirklich besser wird, das glauben sie meistens erst dann, wenn es dasteht und fertig ist. Und deswegen kann man nur versuchen, die Ängste abzubauen, indem man deutlich macht, weil hier Aufwertung ist. Kindertagesstätte kommt ja, glaube ich, auch noch dazu. Also wirklich vielfältige Einrichtungen, die den Stadtviertel noch lebenswerter machen. Und deswegen denke ich schon, dass wenn man alles fertig ist, auch alle begeistert sein werden. Ist der Sparkassenneubau an der Winterthurer Ecke Züricher Straße komplett fertiggestellt ist, dauert es noch ein wenig. Doch dass man auf der Zielgeraden ist, zeigt das Richtfest. Nun hat der Neubau seine Krone und passend wird mit dem Richtspruch auf die Zukunft angestoßen. Vor Feuer, Wasser wie auch anderer Not, beschirm in Gnaden es der liebe Gott. Fahr hin, du Glas zum Grund, gesegnet sei der Bau zur Stund.
Ja.